Darf ich dich was fragen? Ja, natürlich. Bist du eine Hexe? Caroline Herford ist die kleine Hexe. Hallo Caroline, Hi. Freut mich sehr. Wenn ich zu dir komme und sage, Caroline, du Hexe, bist du da nicht ein bisschen beleidigt? Ja. Dann würde ich mich erstmal wundern, wer du bist und warum. Okay. Aber als die Produktion zu dir kam und meinte, Caroline, du wärst perfekt, um eine Hexe zu spielen, was hast du da gedacht? Also habe ich mich sehr gefreut und tatsächlich auch sehr geehrt gefühlt und hatte auch ein bisschen Bammel, dass ich es verkacke. Wieso? Weil die kleine Hexe für mich eine ganz wichtige Figur ist. Also ich bin damit groß geworden. Das ist ein Stück deutsche Kulturgeschichte. Ich liebe die Bücher von Ottfried Preußler. In der Verfilmung teilzunehmen und auch noch die kleine Hexe spielen zu dürfen, war erstmal eine große Freude und dann eben aber auch eine große Aufgabe. Natürlich will ich eine gute Hexe werden. Ich will auf dem Blocksberg tanzen, unbedingt. Und wie hast du dich darauf vorbereitet? Wie macht man das so als Hexe? Geht man da in den Wald und sammelt Pilze, Knochen oder kocht sich was? Nee, also ich habe so ein bisschen mich mit... Erst versucht mit Hexen zu beschäftigen, dann dachte ich aber so richtig für diese kleine Hexe, für die ist wichtiger, was ist so, sind so Märchen, ich habe mich so mit Märchen beschäftigt und so eine ganzen Sachen und dann haben wir natürlich einfach auch viel Maskenproben und sowas alles gehabt, das hilft dann schon auch. Und Maskenproben heißt, du hattest ja diese verlängerte Nase, ne? Hat dir das mit der Nase irgendwie was gebracht? Na, also erstmal gibt es ja diese Kinderzeichnung in dem, oder die Zeichnung in dem Kinderbuch. Da hat sie ja auch so eine lange Nase, also ein Markenzeichen, was man von der kleinen Hexe kennt. Deswegen war mir das sehr wichtig, dass die auch da ist, die Nase. Und dann hat mir das ungemein geholfen, weil so eine kleine Hexe zu spielen, die jetzt eigentlich ein Kind ist, ist ja gar nicht so einfach. Ich bin ja kein Kind mehr. Und damit man mir das Kindliche abnimmt, also dann hilft das einfach total, weil man so ein bisschen fremder ist und entfremdet ist und die ganze Mimik eine andere wird. Du mit deinen 127 Jahren bist einfach noch zu jung. Was wäre denn eigentlich für dich jetzt persönlich, ein tierischer Sidekick? Im Film hast du ja diesen netten, treuen Raben. Aber in echt, wenn du dir einen aussuchen könntest, was wäre das? Ich möchte was Spannenderes sagen, aber mir fällt nichts an. Ich glaube, ich hatte mal ein Pferd, ein Pflegepferd, was ich sehr geliebt habe. Das ist leider gestorben vor 5 Jahren und seitdem kam ich nicht mehr zum Reiten. Deswegen würde ich jetzt Pferd sagen. Aber ich glaube einfach nur, weil es mir am nächsten ist. Entsprechendes wahrscheinlich? Ja, natürlich. Aber es wäre natürlich besser, wenn man was Kleines hat, was man mit auf der Schulter nehmen kann. Ich muss immer drüber nachdenken. Ach so, weil ich hätte einen Delfin genommen tatsächlich, einen Landdelfin. Ich hatte übrigens noch was mit dir vor für unseren Kids-Kanal. Und zwar einen kleinen Hexen-Workshop für die Kinder, die auch gerne Hexen wären. Okay. Was braucht man denn, um eine gute Hexe zu sein? Wer eine gute Hexe sein will, muss auch was dafür tun. Man muss neugierig sein, man muss mutig sein, man darf keine Angst haben. Man muss sich überlegen, was man richtig und was man falsch findet. Und dann braucht man Freunde, gute Freunde. Und Lust auf Schabernack treiben wäre auch gut. Aber man muss auch gerecht sein, weil man ja hexen kann und auch böse sein kann. Weißt du denn nicht, dass das für Hexen in deinem Alter verboten ist? Woher weiß ich denn, ob ich eine gute oder eine böse Hexe bin? Das muss man fühlen. Was würdest du bei mir sagen? Bin ich eine gute oder eine böse Hexe? Ja, ich glaube, das ist eine gute Hexe. Es kommt auch mal darauf an, für wen, ne? Also manche, ich glaube auch, dass ich für manche Leute eine sehr böse Hexe wäre, mit den Dingen, die ich für gut befinde. Und bin ich eine Kräuterhexe, eine Naturhexe, eine Bürohexe? Woher weiß ich das, wo ich hingehöre? Es gibt ja so verschiedene Orte. Darüber muss man so ein bisschen rausfinden, worauf man so Lust hat. Sitze ich lieber am Schreibtisch und male oder mache ich lieber alles auf einmal oder renne ich ganz viel umher oder... Vielleicht weiß man das auch einfach nicht sofort, sondern erst übermorgen. Und hast du einen Zauberspruch für uns, den wir im normalen Leben verwenden könnten? Ventulus, Ventulus, Vantulus, Buntulus, Verifox, Varifux, Vurofex, Hexerex. Und was passiert dann, wenn ich den mache? Ich glaube, dann kommt Wind. Lawinen auslösen, Feuersbrunst entfachen. Aber wie man den Abwasch weghext oder die Löcher aus den Socken, das steht hier natürlich nicht. Und wenn du selber zaubern könntest, was würdest du am liebsten zaubern? Ich würde gerne zaubern können, dass ich mit dem Schnipsen an einem anderen Ort bin, damit ich nicht so viel reisen muss. Du hast doch nicht etwa gehext. Aber nein, wo denkst du hin? Freitags ist das Hexen verboten, weißt du das nicht? Und ich würde gerne hexen, dass alle Menschen vernünftig sind. Bösen ja, und die es nicht immer, die habe ich halt einfach an Kröten verzaubert. Das finde ich auch eine gute Sache. Aber Leute, ist ein bisschen unfair, oder? Leute, die... Dann haben wir ganz viele undemokratische Kröten in Deutschland. Tolle Sache. Ja. Nach welchen Kriterien wähle ich denn meinen Besen aus? Wonach soll ich gucken? Dass er gemütlich ist, weil es auch nicht so angenehm ist, den ganzen Tag auf so einem Besen.
Also, der muss halt schon einen Sattel, würdest du sagen? Ich würde würd definitiv einen Sattel. Einen Sattel, ja. Und manche mögen es schnell, manche mögen es langsam. Ach so, ja, die Geschwindigkeit, aber auch optisch. Also die kleine Hexe meinte, der Stiel ist das Wichtigste. Und mit Stiel oder ohne, dann sagen sie natürlich, mit ist ja das Wichtigste. Ja, natürlich. Dann danke ich dir sehr, Caroline. Hat mich sehr gefreut. Mich auch. Tschüss. Ciao. Du bist eben eine gute Hexe, da kannst du gar nichts machen. Caroline Herford ist die kleine Hexe.